Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Wir schauen heute gemeinsam in die Trendwearer Box für den Monat Oktober rein. Ich freue mich schon sehr, die gemeinsam mit euch heute zu entdecken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Schauen wir zusammen rein in die Oktoberbox. Sie nennt sich Forest Walk, Waldspaziergang. Und ich muss euch gestehen, ich habe die schon aufgerissen, wo sie gekommen ist, weil ich so in dem Moment Heißhunger hatte auf Süßigkeiten und dachte, da muss doch was drin sein. Und ja, es sind diese Kekse hier drin. Die habe ich mir gleich rausgeschnappt, rausgemopst. Das ist jetzt nur die leere Verpackung. Aber die habe ich tatsächlich schon gefuttert, beziehungsweise ein paar habe ich schon gefuttert. Ich glaube, 3, 4 Stück. Und kann euch dazu jetzt schon eine Review geben. Also wir schauen nebenher in das Heftchen. Also falsch rum, so rum. Das Heftchen gibt sehr viel Aufschluss auch über die Produkte. Und das finde ich total super, dass man einfach ein bisschen nachlesen kann. Jetzt zu den Keksen. Die haben einen Wert von 3,69 €. Die sind mit Gemüseextrakt von Made Good. Sind super zum Mitnehmen für den Forest Walk. Sie sind köstlich und auch super für dich, denn sie sind biozertifiziert und verzichten auf künstliche Farb- und Geschmacksstoffe. Also was auch nicht drin ist in diesen Keksen, sind eben Nüsse, Soja, Weizen, Gluten und Sesam. Also gut für AllergikerInnen gedacht und beschenken Genussmomente. So, meine Review dazu. Die sind extrem fettig. Also, ich habe 3 gegessen und dann wurde es mir fast schon, ich will nicht sagen schlecht, aber die sind halt richtig, richtig fettig. Das heißt, ich kann nur ein paar davon essen, aber wenn ich wirklich so eine Heißhungerattacke habe, dann sind die nicht schlecht. Also, ja, die liegen jetzt bei mir im Regal. Und jetzt gucken wir weiter rein, weil diese Box, hey, wow. Jetzt zeige ich euch, was ich noch hier drin hatte. Jetzt werden viele vielleicht neidisch. Ich habe wieder die Nummer 10 von diesen Karten. Ich decke meinen Code ab. So, und wenn man diese Nummer 10 hat, also die anderen Karten, die gibt es ja en masse, ja? Aber diese Nummer 10 ist halt echt selten und da unten ist ein Code drauf und mit dem gewinne ich nämlich eine Gratis-Box, also so eine zusätzliche Box im Wert von wahrscheinlich über 100, 150 € oder sowas, gewinnt man, wenn man so ein Hündchen hat. Und ich habe den tatsächlich das dritte Mal jetzt drin, aber ich bin ja auch schon viele Jahre Abonnentin, muss ich auch dazu sagen. Ich freue mich sehr, wieder gewonnen zu haben, das dritte Mal. Mega, mega cool. Und jetzt kann ich entweder das gleich einlösen oder so wie letztes Mal, da habe ich es nämlich so gemacht, da war eine ganz coole Box. Und dann habe ich gedacht, wenn die Box vorbei ist und da waren coole Sachen drin, dann löse ich das ein, weil vielleicht sind da noch ein paar Sachen von dieser Box, haben sie da noch mit reingepackt, wenn sie Restposten hatten. Und vielleicht mache ich das so dieses Mal auch. Gucken wir mal. So, dieses Produkt hatte ich letztens auch irgendwo drin. Ich weiß nur nicht mehr, wo war es, ein Adventskalender oder irgendwo war das drin. Und ich habe mich richtig darüber gefreut. Das ist von Nuki eine Face Cream. Und da habe ich letztens auch die Body Cream benutzt und die fand ich ein bisschen schlecht einziehend. Aber ansonsten war die super pflegend. Also vielleicht hätte ich das auf feuchte Haut machen müssen oder so. Body Cream war jetzt nicht mein Fall, vielleicht für andere schon. Bei trockener Haut ist das auf jeden Fall mega. Und das hier ist eben diese Face Cream. Für die Nacht steht hier sogar, genau, die Nachtcreme, okay. Genau, und da gibt es immer so eine kleine Erklärung eben dazu. Richtig schön formuliert nach einem ausgedehnten Waldspaziergang. Sehnt sich die Haut nach intensiver Regeneration. Genau. Perfekte Ergänzung zur Tagescreme. Und ich meine, das, was ich letztens irgendwo drin hatte, war die Tagescreme. Das ist ja mega. Das habe ich einfach beide. Und dadurch, dass die so reichhaltig zu sein scheinen, glaube ich, dass es für meine trockene Haut auch eine tolle Pflege ist. Also so schaut das Ganze innen aus, ist Plastik verpackt, aber sicher recycelbar und alles mögliche, frei von Tierversuchen. Die Trendwearer Box. Ich habe vergessen, ein bisschen was dazu zu sagen. Ich habe das Jahresabo, das heißt, ich zahle pro Monat knapp 30 €, bekomme dann eben jeden Monat diese Überraschungsbox nach Hause mit allen möglichen Food-Lifestyle-Produkten und so weiter. Ich stehe besonders auf die Trendwearer Eigenmarkenprodukte, weil da sind manchmal so T-Shirts dabei oder es war schon ein Schal dabei und so. Ich finde mega, mega toll. Also die Trendwearer Box, echt, die hat sich in den letzten Jahren so wieder gemacht und es ist meine absolute Herzens- und Lieblingsbox. Und die Produkte sind eben sehr, also die achten auf vegan, die achten drauf auf tierversuchsfrei, auf natürliche Produkte und so. Und deswegen, ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblings- oder eine, eigentlich meine Lieblingsbox. Manchmal ist auch ein bisschen Make-up drin. Manchmal. Genau, also deswegen Nachtcreme, juhu. Also genial, freue ich mich sehr drauf. Die hat einen Wert von 15,95 €. Finde ich jetzt gar nicht so viel, weil manchmal sind doch sehr, sehr teure Produkte auch mit drin. Dann nehmen wir diesen ganz großen Oschi hier raus.
Bodenreiniger ist es. Universal Bodenreiniger. Streifenfrei und schonend langanhaltende Frische. Können doch alle brauchen, oder? Vielleicht, wenn man original, wie sagt man, richtigen Echtholzparkett hat, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten, Waldgeschmack, Waldduft hat das Ganze. Ja, total. Also es riecht total, wow, es riecht echt gut nach Wald. Also so richtig gut nach Tannen und so weiter. Kann ich mir super vorstellen. Vegane Formel, sehr hohe Reinigungskraft, leicht biologisch abbaubar. Flasche aus recyceltem Plastik. Cooles, cooles Produkt. Und wahrscheinlich tut man das eben mit Wasser auffüllen und dann hat man seinen Putzeimer und kann damit die Böden schrubben. Herzlich willkommen. Und das Ganze ist es auch immer die Frage, wie viel das kostet, weil wenn es wirklich gut ist, möchte man sich es vielleicht nachkaufen. Und wenn es dann einen horrenden Preis hat, naja, also das kostet 4,95 € und da ist sogar noch ein Rabattcode dabei, dass man, wenn man dort bestellt, das gibt es wahrscheinlich nicht so im Supermarkt zu kaufen, wenn man dort auf der Homepage bestellt, bekommt man noch 10% auf den Einkauf. Schön, schönes Produkt, freue ich mich sehr drüber, weil es einfach praktisch ist, das können alle brauchen. Ich denke auch die mit Echtholzparkett haben irgendwo Fliesenboden im Badezimmer oder so. So, jetzt was zu trinken für meinen Sohn wahrscheinlich, Rabenhorst. Das liebt er ja total und er hat ja auch gerade jetzt Corona hinter sich. Er ist gerade noch an den letzten Zügen zum Gesundwerden, deswegen kriegt er das jetzt auch gleich für das Immunsystem. Vitamin C und Zink ist da drin, 1 € und das kaufen wir auch öfters bei uns in Müller. Also das ist ein echt tolles und da gibt es sogar auch noch einen 10% Rabatt-Coupon, wenn man dort bestellt. Aber sowas hole ich eigentlich in der Drogerie. Schönes Produkt, passt sehr gut auch in den Herbst, wo dann die Erkältungszeit auch stattfindet. Noch ein Glasprodukt haben wir hier. Hagebutten, Hefenmark. Ich bin nicht so der Fan von Marmelade und Konfitüre. Esse ich nicht wirklich. Jetzt möchte die Katze rein. Einen Moment. Aber, Weihnachtszeit kommt, Plätzchenzeit kommt und Plätzchen klebe ich manchmal so mit so Marmelade zusammen. Für das ist es nicht schlecht und ansonsten könnte ich das auch noch weitergeben. Und jetzt gucken wir mal, was dieses Maintal denn ausmacht. Da steht noch ein bisschen was drüber drin. An den Waldrändern gesammelt. Wow, also das klingt so, wie wenn die es halt wirklich mit Herzblut machen. Es wird aus den Wildfrüchten hergestellt, begeistert mit dem intensiven Aroma, cremige Konsistenz, perfekter Aufstrich für Brot und Brötchen, für einen guten Start in den Tag oder für den nächsten Ausflug. Ja, ich glaube, ich mag das nicht. Hagebutte ist ein Geschmack, den finde ich schon nicht schlecht, also so generell Hagebutte. Aber ich glaube, ich mag so Marmeladensachen nicht. Das ist mir einfach so, wenn dann, also Gott sei Dank sind da keine Stückchen mehr drin oder so. Aber halt, ich nehme das vielleicht für Plätzchen dann im Winter so zu backen. Zum Backen. Ich glaube, da passt das sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was sie alles da. Da sind so viele tolle Sachen drin. Dann haben wir das hier drin. Gipfelglück für Bergfreunde und Outdoor-Fans. Also nicht für mich. Ich bin so der typische, gut, ich wohne am Land, aber ich bin so der typische Stadtmensch. Ich bin. Berg ist für mich echt anti, also ich bin überhaupt kein Berg-Fan und Outdoor, ja, Outdoor in der Stadt bummeln, ja klar, gerne, aber nicht irgendwie so in der Natur herumlaufen, das sehe ich kein, also da habe ich keinen Mehrwert für mich. Genau, da hätte es verschiedene gegeben und leider habe ich dieses Berg-Glück. Die anderen hätten vielleicht noch mehr zu mir gepasst, das werde ich sicherlich weitergeben. Liebevoll gestaltetes Aufstellbuch. Mit einem Naturfeeling aus dem Gro Verlag. Bilder, Illustrationen und Sprüche in die, ist aus der Welt der Berge und Wälder. Schreibtisch, Wohnzimmer, Küche, man kann es überall hinstellen. Gut. Ja, ist wie gesagt nichts für mich, aber da finde ich schon irgendjemand, dem ich das so vielleicht vermachen kann. Und ja, deswegen ein Produkt ist schon mal was, was jetzt nicht mich direkt anspricht. Jetzt ist nichts. Was zum Kauen und zwar Forest Gum Pfirsich, plastikfreies Kaugummi vegan. Okay, nehmen wir gern. Übrigens, der Kalender hat den Wert von 12 Euro und diese Kaugummis, wo sind denn die jetzt in der Broschüre? Die sind, glaube ich, da hinten. Jawohl, hat 1,35 Wert und finde ich nicht schlecht. Pfirsich, also werde ich auf jeden Fall wegkauen. Hagebuttenkonfitüre hat einen Wert von 1,79. So, nächstes Produkt ist das hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Das müsste das hier sein. T-Balls. Ah ja,
Das ist cool. Das hatte ich schon einmal auch aus der Trendwetterbox vor, ich glaube, 3 Jahren oder so. War in so einem Plastikspender zum Drücken. Aber das hier ist eine Glasflasche. Und mein Problem war damals mit dem Plastikspender, das hat sofort Feuchtigkeit gezogen und war kaputt. Und jetzt haben sie es in einer Glasflasche drin. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Firma ist wie damals. Mit Minzgeschmack. Da hat es auch verschiedene Sorten gegeben. Und zwar ist so ein Bobbles hier drin, ist eine Tasse Tee. Die Teaballs sind perfekte Begleitung für deinen nächsten Ausflug im Wald. In einem praktischen Fläschchen verstaut lassen sich die innovativen Bällchen jederzeit und überall zu einem leckeren Tee verwandeln. Ganz ohne Ziehzeit und Beutel. Finde ich toll. Das ist so, ja, ich sag mal so, pauschal Water Drop Prinzip und so weiter. Finde ich toll. Ja, ich gucke jetzt gerade, 2024/09 steht da drauf. Das ist aber hoffentlich nicht das Ablaufdatum, oder? Ich glaube nicht, das wird wahrscheinlich das Hersteller. Ah, da unten, 27. Okay, gut. Finde ich eine tolle Idee. Ist auch was Tolles für, wenn man Adventskalender packt oder so zum Reinpacken. Ja, finde ich gut. Fürs Büro zum Beispiel, da finde ich das auch ganz, ganz gut. Wenn man nicht auf dem Berg wandert, nimmt man es einfach fürs Büro. Ja, weiter geht's. Eine Lovas Heilerde-Maske, eine Peeling-Maske, Aprikosenkern-Peeling, verfeinert das Hautbild, reinigt und klärt Poren tief mit Soforteffekt. Finde ich auch sehr schön. Die T-Balls hatten übrigens einen Wert von 7,90 €. Was hätte noch gegeben als Apfel hätte es gegeben, Erdbeere hätte es gegeben und Orange, alle hätten mir besser geschmeckt als Minze, sorry. Okay, jetzt sind wir aber bei der Lovas-Maske, die hat einen Wert von 1,69 €. Kann man brauchen auf jeden Fall. Also finde ich ein schönes Produkt. Passt gut hier rein. Dann gibt es aber nochmal ein Papierprodukt. Das hier. Also nicht nur den Kalender, sondern es gibt auch noch das da. Das ist das Trend-Goodie. Nämlich die Jahresabonnentinnen und Abonnentinnen erhalten alle 2 Monate, meine ich, oder jeden Monat. Auf jeden Fall so ein Trend-Goodie. Und das ist das Trend-Goodie für diesen Monat. Wir belohnen deine Treue. Und zwar, das ist ein Einmachglück-Buch. Back to the Roots. Mit dem Buch des Groh Verlags entdeckst du traditionelle Kunst des Einweckens neu. Sammle frische Waldschätze und so weiter. Das ist eine tolle Geschenkidee. Also wirklich. Ich kenne eine Freundin, die liebt das, die macht das. Die baut alles Mögliche in ihrem Garten an und macht das auch so. Und das ist mega für sie. Das ist schön. Also da sind Rezepte drin und sowas. Und man kann auch was selbst reinschreiben. Zucchini-Antipasti in Öl und so weiter. Ui, jetzt habe ich ein Geburtstagsgeschenk, weil die hat nächsten Monat Geburtstag. Sehr cool. Das hat übrigens einen Wert von 16 €. Und das bekommt in dem Fall jemand zum Geburtstag. sehr, sehr schön. Also ein tolles Produkt, entweder für einen selber und noch viel schöner finde ich das zum Verschenken. Jetzt kommt ja auch bald die Weihnachtszeit. Also braucht man auch Geschenke. Man braucht vielleicht noch Adventskalender-Inhalte und so weiter. Nächstes Produkt, das hat mein Sohn gerade im Waschbecken liegen, von Unicorn, eine Naturseife All-in-One Bio. Und die hat er gerade im Waschbecken liegen. Ich weiß nicht, ob es in der Duftrichtung, Geschmacksrichtung ist oder was anderes. Ich glaube schon, die sieht auch genauso aus. Also, aber ich glaube, die hatte eine rote Verpackung. Jetzt gucke ich mal kurz nach der Seife. So, dann haben wir die. Ah, die hat es genau in Rot und in Grün gegeben. Und die rote, wie gesagt, hat mein Sohn gerade am Waschbecken liegen. Die kostet 1,90 €. Man kann die auch als Duschgel oder Haarseife benutzen. Ja, genau. Das hatte ich damals auch gelesen. Aber mein Sohn nimmt sie für die Hände, weil die eben auch ein bisschen, wie heißt denn das, nachfettend ist oder so. Also die Hände nicht austrocknen. Mein Sohn hat Neurodermitis an den Händen und deswegen braucht er immer so Handseifen oder so. Also er kann so Flüssighandseifen kaum verwenden, weil die immer die Hände austrocknen. Er braucht so rückfettende, heißt es glaube ich, rückfettende Seifen. Und die ist da echt gut. Ah, das andere ist das Apfel und das hier ist, keine Ahnung, das andere. die Nature Soap, okay. Aber finde ich toll. Also da haben wir auf jeden Fall wieder Backup dann. Das freut mich. Und jetzt kommen wir dann zu den Sachen, die ich gerade so ein bisschen dann ausgelassen habe, die was mir mich so ins Auge springen. Aber jetzt haben wir hier noch was. Wärmende Fußmaske bei kalten Füßen. Das finde ich ja toll mit Shea Butter für ein weiches Hautgefühl. Das ist genial, oder? Also gerade so auch für die kalte Jahreszeit und wenn man eben dieses Bergthema aufgreift, wenn man dann vom Wandern zurückkommt. Die hat einen Wert von 95 Cent. Und die wäre was für meine Mama. Also eindeutig, meine Mama hat immer kalte Füße. Ja, und irgendwas ist da drin, dass es eben wärmt. Finde ich toll. Tolles Produkt. Da hätte ich gern mehr davon. Kappt eine ganze Tube am besten. So, vorletztes Produkt. Das ist eine
Oh, die riecht, aber die riecht nicht gut. Die riecht nach Vanille oder so. Ganz süß. Die riecht Kokosvanille, würde ich sagen. Das ist eine Panier de Sens, eine Forest-Kerze, made in France. Mega toll, die hätten sie ein bisschen besser verpacken dürfen. Bei mir ging es jetzt, aber ja, vielleicht noch ein bisschen irgendwas im Papier drumherum. Aber die riecht, tut mir leid, die riecht sehr süß nach Vanille. Die Duftkerze verwöhnt die Sinne und sorgt für natürliche Atmosphäre. Ah, Weißtorn, Tonkabohne, Vanille, Moschus, Amberwood. Bringt Waldfeeling. Das hat für mich kein Waldfeeling. Das hat Parfümerie-Feeling, finde ich. Das ist leider gar nicht mein Duft. Aber ich finde das Glas so schön. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch aufbrauchen, damit ich das Glas dann habe. Ich finde das süß. Genau, also die Duftkerze hat einen Wert von 12 Euro. Wenn man jetzt auch das zusammenrechnet, man ist auf jeden Fall über diesen 30 oder ich weiß gar nicht, was die Einzelboxen kosten, aber oder das jederzeit kündbare Abo, aber über die 30 Euro bin ich mit dem Wert auf jeden Fall durch. Ich glaube sogar immer über 100 Euro oder um die 100 Euro hat so eine Box Wert. Auf jeden Fall, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass die Produkte toll sind und anwendbar sind oder dass ich jemanden weiß zum Weiterschenken, dass ich tolle Sachen habe. Jetzt kommt mein Highlight-Produkt aus der Box und haltet euch fest, das sind so mega geniale Socken. Wahnsinn! Das sind trendige Socken von Daily Socks. 19 Euro haben die Wert. Und oh mein Gott, wenn ich da einen Gutscheincode hätte, ich würde das sofort nachkaufen. Wahrscheinlich ersorgen können sie Daily Socks. Sehr cool. Und zwar ein Jahr an die Lochgarantie mit viel Herzblut Design von Frauen für Frauen. Proudly produced in Portugal von Menschen mit Handicap. So, so geil. Daily Socks aus Wettringen. Mega. Also ich hätte gern 20 Paar davon, wenn es geht. deswegen habe ich gedacht, ich warte noch mit dem Hund und zwei Wochen und dann löse ich meine Gutschein für die Gratisbox ein. Vielleicht packen sie mir nochmal solche Socken. Mega, mega tolle Box. Jetzt ist sie auch leer. Ja, ich rechne euch jetzt nicht den Wert aus. Ich habe es ja ungefähr angesagt und könnt ihr euch was vorstellen. Viel wichtiger als dieser Wert und wie viel man raus hat, finde ich immer, dass man mit den Sachen was anfangen kann. Übrigens haben wir hier noch ein paar Infos zu Waldtieren. Hier ist eine Anleitung, um ein Vogelhaus aus dieser Trendwörter-Schachtel zu basteln. Und dann haben wir hier noch, Kekse mit Hagebuttenmarmelade. Auf genau sowas habe ich gewartet für die Konfitüre hier. Sehr, sehr cool. Das freut mich. Also cool. Und dann gibt es noch etwas über das Konservieren von Pflanzen und Blättern. Ich finde das so süß gemacht. Die Trendwörter Box ist wirklich eine Herzensbox. Ich hätte mir auch gern den Adventskalender geholt. 130 Euro kostet der aber. So, und jetzt kommt das Aber, was mich so geärgert hat. Ich hole mir den Adventskalender nicht, weil ich bin Jahresabonnentin, ja, seit Jahren und habe keinen Rabatt-Coupon oder Gutschein für diesen Kalender. Und deswegen hole ich mir den nicht. Und das ärgert mich, ja, ich gebe so viel Geld aus seit Jahren und wenn sie mir 10% gegeben hätten, hätte ich es mir überlegt, ja. Aber wenn man als Jahresabonnent nicht einmal einen Rabatt irgendwie draufkriegt auf den Kalender, nö, dann mache ich es nicht. Dann mache ich es nicht. Okay, Box ist ausgepackt. Ihr Lieben, ich fand sie mega, mega toll. Mega, mega toll. Also wirklich total super einsetzbare Produkte für alle, ich sage mal, Menschen kann man die Sachen sehr gut einsetzen oder benutzen. Und wenn einem halt was nicht passt, kann man sie immer nur weitergeben, kann man Leute finden. Meistens kennt man irgendwen, zum Beispiel jemand, wo auf dem Berg kraxelt, dem kann ich den Kalender weitergeben oder so. Also da finde ich sicher irgendwen immer. Ihr Lieben, vielen Dank. Ja, das war das Unboxing für heute. Es kommt demnächst nochmal ein Boxen-Unboxing. Nämlich die My Little Box müsste bald kommen und eine neue Box, die Fairy Box. Freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.